Freunde sind die Dinge, nachdem man das Gefühl hat, man müsste sich die Hände waschen. Was? Und wer bist du überhaupt? Das seht ihr jetzt. Wow! Hallo und einen wunderschönen. Der Persch und Lemmy sitzen wieder im Auto, denn wir fahren heute nach Dieburg. Ja, nach Dieburg. Genau. Wir besuchen den Beni, der hat ein Tonstudio. Und ich krieg da ein bisschen schöne Musik, die ich hinterlegen kann. Weil sie GEMA-frei ist und von einem grandiosen Musiker ist, der in diesem Auto sitzt. Ja, und was machst du da? Musik besorgen. Musik, die ich dort mal aufgenommen habe mit meiner Band. Red Joe hier mal mitgewirkt hat. Ja, und deswegen fahren wir jetzt einfach mal dahin und im Anschluss sogar noch in die Uni vom Persch. Ja, wir haben da gerade ein wunderschönes 3D-Soundsystem aufgebaut von Fraunhofer. Und da stehen 16 wunderschöne Genelec-Boxen, die wollt ihr bestimmt auch mitbestaunen. 16 Mal. Geiler Sound. Genau, das wird abgehen wie Hölle. Was genau machst du jetzt? Meine Musik wird für einen Soundtrack von einer Bachelorarbeit von einem sehr guten Freund genutzt. Immer so hoch, wenn er gefilmt wird. Und deswegen muss ich jetzt einen Song, den der Regisseur als Intro für den Film haben möchte, so weit zurechtschneiden, dass das auf die Bilder passt. Ja, jetzt erzähl mal ein bisschen, was machst du denn mit deinem Studio so den ganzen Tag? Ich nehme ganz viel Gangster-Rap auf aktuell. Und aber nur Gangster-Rap oder auch andere Sachen? Nee, auch andere. Last Asylum nehme ich gerade auf. Genau, das ist eine coole Metal-Band. Ja, die sind sehr nett, das sind sehr gute Jungs. Ja, die mag ich. Ist immer sehr lustig mit denen. Und sonst nehme ich gerade noch eine Coverband aus Rotterdam. Ja, voll schön. Und der Persch, der sitzt jetzt hier vorne. Die macht sau die wichtigen Dinge. Ja. Wie er das immer macht. Ey! Ey. Man wirft keine Sachen auf Kinder. Beleidigt. Beni, was ist denn dahinter? Weil ich darf die Kamera jetzt einfach ums Verrecken nicht umdrehen. Was ist denn wo hinter? Nee, da wo du stehst, darf ich ja nicht filmen. Sondern so. Was ist hinter mir jetzt? Wenn ich die Kamera jetzt drehen würde, was wäre dann? Dann siehst du den komplett in Trümmern liegenden Aufnahmeraum. Denn die letzte Band hat hier rumgewütet und ja. Wäsche gewaschen. Und Wäsche steht noch da. Und Fahrräder. Und da steht ein Kassettenrekord, eine Spülmaschine mitten im Raum. Ja, genau. Was ist das eigentlich? Ein Schnellkochtopf. Ist das eine Gummipuppe? Das kann sein. Das ist ein Reh. Jetzt hör doch mal auf. Ja, auf jeden Fall haben wir hier den Aufnahmeraum, den kann man mal filmen, eine Runde. Hier hab ich auch schon Vocals aufgenommen und Gitarre. Den Rest darf ich nicht filmen. Oh nein. Deswegen drehe ich jetzt die Kamera und mach. Also gehen wir jetzt? Ja, kacke. Ist es soweit? Ja, wir gehen jetzt. Dann Beni, mach's gut. Sau die Liebe. Sau die Liebe. Sau die Liebe. Jetzt muss meine Jacke suchen. Und danke für alles, Beni. Genau, und wir sehen uns. Und jetzt geht's weiter. So, jetzt waren wir gerade beim Beni und werden jetzt zu deinem Campus fahren, ja? Yeah. Yeah, also. Stimmt es, dass dieses Ding eigentlich nur aus Gängen besteht? Ein riesiger Campus, der nur aus Gängen besteht. Der hat keine Räume. Wenn man durch die Tür hier geht oder durch die, dann kommt man einfach nur in einen weiteren Flur. Okay, also weißt du genau, wie viele Genelecs jetzt hier gerade rumhängen? Hängen eine Trilliarde Genelecs rum. Und jetzt so ein kleiner View. Das Ganze dreht sich komplett in die Runde so. 360 Grad, 16 Boxen haben wir hier von Genelec und eines Sub. Deswegen der Sub ist da unten. Und ich habe es mir eben schon angehört, ich zeig's euch leider nicht. Es tut mir voll leid. Aber es klingt wahnsinnig fett. Ihr würdet es ja eh nicht hören, weil ihr keine 16 Genelecs zu Hause habt. Aber bis dann. Genau, er ist schon müde. Wir sind jetzt fertig. Ich habe meine Spuren gebounced bekommen. Du hast deinen Krempel. Jetzt gehen wir noch im Laden mit dem großen R einkaufen. Ja, ja. Und wir sehen uns im nächsten Block.
Lasst euch gut gehen, Liebe und so, gell? Ciao.